auch mein Tempo mitzugehen. Das heißt, erstmal am Anfang vielleicht den Ball flach zu halten und dann irgendwie durchzudrehen. Und ich liebe es halt irgendwie an diesem Ding, was sich auch nochmal unterscheidet zum Hip-Hop zum Beispiel, dass dieses Disco-Club-Nacht-Ding mit ganz viel, wie man so kennt, Sex, Glamour und Dreck, aber auch wirklich vermischt ist. Ein Rumgerutsche auf Knien und Lippenstift verlaufen und total besoffen, Tische fallen um, die härteste Musik und ein alles ist geil. Und wie geil ist das denn? Und Sachen machen, über die man sich morgen schämt und ja, dass irgendwas etwas Bleibendes ist und irgendwas, was wirklich außergewöhnlich ist und den Rahmen sprengt und sich selber auch verändern lässt. Und das sind ganz, ganz tolle Momente und die habe ich natürlich auch. Ich würde fast behaupten, dass ich die zu 60-70% habe. Und das sind einfach Erfahrungen, die man im normalen Leben so nicht machen kann. Die kann man nur im Club machen. In heißen Nächten, in langen Nächten. Die Tür aufzumachen, es ist hell. Normale Leute arbeiten, wie doof sind die denn? Gehen die zur Arbeit? Wir doch nicht. Weißt du, wir sind halt so eine andere Gang von Jugendlichen. Guck mal, ihr seid jugendlich, weißt du, ich bin jugendlich. Der Internetprovider, der da oben feiert, ist jugendlich. Wir haben das alles in unserer Hand jetzt langsam. So. Und ich mache den Soundtrack dazu. Peace. Ja, und das ist jetzt Andreas und Justus. Zwei ganz tolle Menschen, die das Clubleben auch maßgeblich beeinflusst haben. Vor allen Dingen Justus, die alte Sau, der einen Track nach dem anderen aus dem Ärmel schüttelt gerade, der die Tanzflure zum Kochen bringt. Und so sehen seine Scheiben aus. Zeig mal bitte. Damit man die auch kauft. Das wird der Kassenschlager. Ja. Über Andreas habe ich lange nichts mehr gehört. Ich bin ein bisschen faul geworden. Doch, ich habe gerade von euch beiden was gehört, und zwar die Trimi-Platte. Da wollte ich nur mal fragen, wer hat sich eigentlich diesen Text ausgedacht mit Exercise, you have to pay the price, otherwise... Das ist Stefan. Mhm. Also das ist an sich seine Platte und die haben wir eben, er hatte eben so Stücke gemacht und die haben wir eben mit ihm, der hat er eben in so Low Equipment gemacht und die haben wir mit ihm so ein bisschen auf Hi-Fi getrimmt. Dann sag mir doch nochmal, ich habe in einem Buch... Die Texte sind auch meistens von ihm. Justus, bleib mal hier, bitte. Nee, draußen ist kalt. Und außerdem habe ich in dem Buch gelesen, ich habe gerade ein Buch neben dem Bett liegen, Verschwende deine Jugend, da bist du auch oft zitiert. Ja. Aber du bist unzufrieden, meinte Carsten. Mit dem Buch? Nee, nicht mit dem Buch, aber mit dem, wie du da wegkommst. Also ich komme halt so ein bisschen alkoholikermäßig rüber. Da ist ja auch ein bisschen was dran, aber... dann die anderen machen da noch weitaus mehr ihr Schatzkästchen auf. Insofern fand ich das dann okay. Nee, ich finde das Buch ganz ehrlich gesagt wirklich ganz okay. Ja. Ich habe es euch jetzt auch schon zweimal weiter verschenkt, hatte allerdings Probleme damit, ob man ein Buch, in dem man selber vorkommt, als 15-Jähriger weiter verschenken kann, ob das nicht irgendwie so ein bisschen... Wie als 15-Jähriger? Weil du als 15-Jähriger zitiert worden bist? Ja, weil so meine Zeit als 15... Und wann, ist das entstanden? Also wann haben die dich gefragt? Also dieser Interviewer war der... Justus, kannst du mal bitte herkommen? Ich habe das genau gemerkt, dass du abhaust. Die Person, die ich hier erlebt habe... Wir gehen jetzt mal rein, ja? Ihr könnt doch ja, aber das ist ja so nicht schlimm hier. Ja, eben. Und ich kann mich gar nicht mit dem Scheiß hier allein lassen. Was alles war. Also echt, das geht doch nicht. Also da muss ich auch sofort abbrechen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Der Hammer. Ein langer Abend geht zu Ende. Es war ein Clubabend voller Gefühle. Sehnsucht. Maßlose Übertreibung. Mir sind ein paar Ideen gekommen. Ich werde einiges verändern in meinem Leben. Die Sendung Club hat mir den Weg wieder aufgezeigt. Ohne sie wäre ich nie aus diesem Joch herausgekommen. Da könnte man eigentlich ein gutes Hip-Hop-Stück draus machen, das mache ich vielleicht. Okay, ihr merkt es, die Sendung ist vorbei, Club. Mein Name ist DJ Kotze, war es auch immer und wird es auch bleiben, bis mir ein besserer einfällt. Ich hoffe, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn es heißt Club, live in der Szene, in der Scene. Dann nicht mit mir, sondern mit einem anderen DJ.
Und ja, mir hat es sehr viel Spaß gebracht und ich habe ja schon gesagt, ich habe viel gelernt und ich hoffe, dass ich euch auch demnächst wieder live im Club sehen kann, vor dem Mischpult, hinter dem Tresen, an der Kasse, bei der Garderobe, beim Rausgehen, im Nachtbus nach Hause mit dem Döner in der Hand. Und ja, Peace.